Hallo ihr Lieben und willkommen bei Marlina Sternstickerei. Endlich bin ich jetzt dazu gekommen, das lang ersehnte Video zu der Genome 550e zu machen. Beziehungsweise geht es in dem Video eigentlich darum, warum ich mich für diese Maschine entschieden habe und ja, vielleicht welche Maschine halt noch oder welche Maschine vielleicht noch vergleichbar ist oder eben als Einsteigermodell dient. Also ich selber habe mich für diese Maschine entschieden, weil es ist eigentlich ganz, ganz wichtig, dass ihr erstmal überlegt, okay, was möchte ich überhaupt sticken? Wofür brauche ich die Stickmaschine? Was sind so meine Projekte, die ich damit machen möchte? Möchte ich halt eher irgendwie Kindersachen machen oder große Sachen? Das ist ein wichtiger Aspekt, weil meine Hauptkaufentscheidung war zum Beispiel als erstes natürlich Preis. Zweites aber, ganz wichtig, großer Rahmen, dass ich viele, viele Möglichkeiten habe. Und drittes, eine schöne und einfache und leichte Bedienung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also das hat diese Maschine wirklich gut erfüllt. Bei der Maschine hat man vier Rahmen zur Verfügung. Einmal den 10x10, dann der 14x20er Rahmen, den, jetzt komme ich raus, den 20er Rahmen, mein absoluter Liebling, also wirklich, weil den kann man für sehr, sehr vieles benutzen. Und dann der ganz große Rahmen, der 20x36er Rahmen. Ich muss persönlich sagen, diese 36er Fläche nutze ich jetzt gar nicht, also habe ich bis jetzt tatsächlich noch nicht voll ausgenutzt. Aber was da wieder sehr, sehr gut ist, eben diese 20er Fläche in der Breite. Also das ist wirklich erstmal ganz, ganz wichtig, dass ihr überlegt, okay, was möchte ich halt sticken und was für eine Größe sollen die Stickmotive haben, wofür nutze ich das? Das war eben wirklich mein Hauptaspekt. Was noch dazu geführt hat, gleichzeitig dazu geführt hat, ist, okay, ich habe ein Stickmotiv. Macht man zum Beispiel Kindersachen, reichen oft auch Motive in der Größe 13 mal 18 aus. Aber manchmal, je nachdem, wenn es halt schon Kinder sind, die jetzt vielleicht irgendwie so fünf sind, ja, vier, fünf, sechs, dann nimmt man auch schon mal ganz gerne größere Motive. Und was noch ein zweiter Aspekt ist, will ich nur ein Motiv oder will ich dabei vielleicht noch einen Schriftzug wie einen Namen drunter setzen? Und da ist es halt auch einfach sehr schön, wenn man einen größeren Rahmen zur Verfügung hat, da man dann halt nicht den Stoff zweimal einspannen muss oder das, was man halt besticken möchte, zweimal anspannen muss. Also, das war für mich halt deswegen wirklich der Hauptaspekt für die Janome. Ich muss ganz ehrlich sagen, also zum Beispiel das Gegenmodell, sage ich jetzt zum Beispiel mal, ist zum Beispiel die Brother Inouye's V3. Ist allerdings um einiges teurer. Also die Janome kostet momentan 1800 Euro und die Brother kostet 2300 Euro. Wir, also ich und mein Freund, hatten damals ehrlich gesagt so ein Glück. Es war so gerade die Übergangsphase von der, also das Vorgängermodell ist die Janome 500 oder 450e. Und wir hatten eigentlich tatsächlich damals bei Lepa diese Maschine gekauft. Und die 550e ist gerade neu auf den Markt gekommen. Und ja, im Endeffekt hatten wir halt echt richtig, richtig Glück. Weil wir haben anstatt die 450e die 550e zugeschickt bekommen und haben uns erst total riesig gefreut und dachten, oh Gott, sollen wir das Bescheid sagen? Das war bestimmt versehen, bis wir dann halt gelesen haben, dass halt wirklich es Absicht war, weil, ich weiß nicht, vielleicht hatten die die 450e schon gar nicht mehr da, sondern war schon komplett ausverkauft. Also da hatten wir richtig Glück. Das heißt, wir haben damals für diese Maschine sogar nur 1300 Euro bezahlt. Dann war sie kurzzeitig, war sie, glaube ich, irgendwie für 1500 drin. Also wenn man wirklich die 550e geholt hat. Und wie gesagt, jetzt kostet sie leider 1800 Euro, ist aber für die Maschine immer noch ein sehr guter Preis. Also was halt zusätzlich auch noch ganz gut ist, wie gesagt, sie hatte halt eben auch, finde ich persönlich, eine sehr, sehr leichte Bedienung am Display. Das werde ich euch später auch noch zeigen. Dann sind in der Maschine auch noch Industriekomponente verbaut. Ja, also Industriekomponente, da kann man eigentlich immer, ist schon gut schlüssig darauf, dass die Maschine halt sehr langlebig ist. Wer zum Beispiel mit dem Gedanken auch spielt, eine Nähstickkombi sich zu holen, ist da immer so ein kleiner Nachteil, ja, dass die nicht ganz so langlebig sind wie die Reinstickmaschinen, da hier der Stickfuß eigentlich wirklich immer nur hoch runter gehen muss und da nicht noch irgendwelche anderen Aspekte berücksichtigt werden müssen. Ja, das erstmal dazu. Wie gesagt, also macht euch auf jeden Fall Gedanken darüber, was für Motive möchte ich sticken, was für eine Größe sollen die Motive haben.
Also das war wirklich mein Hauptaugenmerk Nummer eins. Eine Sache noch, bei der Janome ist es halt so, sie hat eine halbautomatische Einfädelung. Viele andere Maschinen, wie auch die Brother und auch günstigere Modelle, haben eine vollautomatische Einfädelung. Wobei ich finde, das macht jetzt nicht so einen großen Unterschied aus. Also ich kann euch ja gerne nachher mal zeigen, wie man den Faden einfädelt. Sieht man auch, glaube ich, in Videos schon von mir von vorher. Also ne, man muss da trotzdem ein bisschen was machen. Deswegen ist es für mich jetzt eigentlich irrelevant, ob es irgendwie halbautomatische Einfädelung ist oder vollautomatische Einfädelung ist, weil ein bisschen muss man halt trotzdem machen bei beiden Sachen. Was diese Maschine jetzt halt auch nicht hat, ist einen höher verstellbaren Stickfuß. Das haben, soweit ich weiß, also ich habe auf jeden Fall nichts gefunden, dass man den jetzt irgendwie höhenverstellbar einstellen kann, was halt ist für Projekte, die halt einfach ein bisschen voluminöser sind. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich selber, ich designe ja auch Stickdateien und ich habe auch schon in ITH-Dateien designt und gestickt und ich hatte damit keine Probleme. Also für mich ging das, hat das trotzdem super geklappt mit dem Drübergleiten. Also mich hat es jetzt nicht gestört. Ja, das dazu. Also, wie gesagt, ich kann die Maschine wirklich nur empfehlen, muss ich wirklich sagen. Was natürlich jetzt echt schade ist, ist eben, klar, sie ist wirklich noch mal ein bisschen teurer geworden, aber wie gesagt, die Brother V3 im Vergleich kostet halt auch noch mal mehr mit den 2.300 €. Wenn natürlich super Wert auf Optik legt, wobei mir gefällt die Maschine auch, aber wenn natürlich super Wert auf Optik legt, ist die Brother V3 halt auch echt schön. So ist es nicht, ne? Ansonsten, ihr seht jetzt die Maschine so ein bisschen verkürzt. Die hat hier noch eigentlich so einen erweiterten Tisch, sage ich jetzt mal, dass der Rahmen immer ganz gut drüber gleiten kann. Das ist eigentlich auch sehr praktisch. So, ansonsten, was gibt es noch? Für diejenigen, genau. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also eine Sticknähkombi kann ich persönlich, das war für mich viel das direkt raus. Klar, es ist natürlich immer eine Preisfrage. Wie viel seid ihr bereit auszugeben? Wie sehr nutzt ihr die Maschine? Für mich war es im Endeffekt direkt raus, eben wegen den Rahmengrößen einfach. Es gibt natürlich auch jetzt, habe ich letztens eine gesehen. Die war von, oh Gottchen, müsste ich jetzt gucken. Ich bin da leider sehr vergesslich. Ich glaube, das war die Jade 3 von wie wird es jetzt ausgesprochen? Husqvarna, man kennt die Marke. Husqvarna Viking oder so. Ich kann es euch nachher nochmal einblenden. Auf jeden Fall die Jade 3 war das. Ich muss nur ganz ehrlich sagen, also die hat wirklich nur so einen kleinen Schwarz-Weiß-Display und für mich wäre das jetzt nichts. Also ich arbeite ganz gerne, ne? Also umso übersichtlicher und so leichter, umso besser finde ich es halt auch. Und der größte Rahmen bei der ist ein 15x24er Rahmen. Ja, ist jetzt halt die Frage. Wieder, wofür nutzt ihr die Stickmaschine? Also ich zum Beispiel habe ich ja schon gesagt, ich erstelle ja auch selber Stickdateien und bei vielen Stickdateienherstellern, die ich jetzt halt so kenne, sind halt oft die Motive irgendwie 10x10, 13x18, 16x26 oder 18x30. Also die passen sich so ein bisschen diesen Rahmengrößen an, haben die jetzt so einfach verallgemeinert. Und mit 15x25 fällt man da sehr oft raus. Also, dass man letzten Endes irgendwie doch nur die 13x18er Motive zur Verfügung hat. Und wie gesagt, ich finde, es ist teilweise, wenn man halt dann irgendwie noch ein Motiv macht mit Name drunter, ist es von der Breite unten oft einfach zu kurz. Also, ich liebe, wie gesagt, diesen 20er-20er Rahmen total, weil man einfach diese 20er breite Fläche halt auch noch hat. Die fülle ich vielleicht nicht immer ganz aus, aber es wird dann halt schon manchmal vielleicht 16, 17 und so, ne? Genau, also deswegen finde ich die 20er Reiter auf jeden Fall ein sehr gutes Maß. Dann gibt es noch die Bernette B70 und die Brother Inouye schlag mich tot, 870. Die haben auf jeden Fall nochmal einen größeren Rahmen. Das sind auch beides reine Stickmaschinen. Die haben auch beide ein Farbdisplay und können den Fußautomat, also ne, höhenverstellbar, automatisches Einfädeln und so, haben aber auch nur einen 16x26er Rahmen, wie ich schon gesagt hatte.
Die sind so preislich im Bereich von 1000, 1300 Euro. Eben die Maschine, die ich gesagt habe, vom Husqvarna Viking, liegt so bei 1200 Euro. Also die beiden sind dann im Bereich von 1300 Euro, sind aber auch eben noch halt günstigere Modelle. Aber was halt einfach hauptsächlich an der Rahmengröße halt auch liegt. Die genauen Funktionen sind wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen anders als von den großen Stickmaschinen, wobei die, denke ich, auch schon sehr recht gut entwickelt sind. Ja, also deswegen, es ist ganz, ganz wichtig, wofür ihr die Stickmaschine überhaupt braucht. Darüber würde ich mir als erstes Gedanken machen. Aber ich denke, es ist immer ganz, ganz gut, umso mehr man einfach zur Verfügung hat, umso größere Fläche man zur Verfügung hat. Nicht, dass man sich nachher irgendwie ärgert und sagt, ach Menno, jetzt kann ich das und das nicht machen oder muss dann halt irgendwie ständig die Rahmen wechseln und nochmal neu einspannen. Und das ist irgendwie so zeitintensiv. Deswegen denke ich, sollte man sich von Anfang an mit dieser Frage wirklich genau auseinandersetzen und beschäftigen. Interessant für diejenigen, die halt wirklich sehr viel sticken wollen und vielleicht auch nicht nur selbstgenähte Projekte sticken möchten, sondern zum Beispiel auch vor allen Dingen fertige T-Shirts oder Pullis oder so etwas dergleichen besticken möchten, ist natürlich auch oder sind natürlich auch Stickmaschinen mit einem Freiarm. Also diese Stickmaschine hat ja einen Rahmen, den man einspannt und wo man dann den Stoff einspannt oder je nachdem halt auch drauflegt und dann fährt praktisch der Stickrahmen hier drauf ab. Bei den Freiarmstickmaschinen hängt der Rahmen sozusagen frei in der Luft, dass man einfach ein T-Shirt da drauf spannen kann. Also auf dem T-Shirt spannt man natürlich klar wieder das T-Shirt in den Rahmen ein. Aber das Unterteil vom Shirt hängt dann quasi in der Luft, so dass das Unterteil nicht festgestickt werden kann. Ich schaffe es tatsächlich auch mit dieser Maschine, T-Shirts zu besticken, machen andere bestimmt auch schon fertige T-Shirts. Aber je nachdem, wie klein die T-Shirts sind, wie zum Beispiel bei ganz, ganz kleinen Kinder-T-Shirts, muss man halt schon echt gucken, umklappen und dann wirklich so ein bisschen so mitgehen, das T-Shirt halten, dass der Stoff halt nicht festgestickt wird. Deswegen ist es auch manchmal interessant zu gucken, also ne, wie ich schon gesagt habe, wofür brauche ich die Stickmaschine, was möchte ich besticken und ist es dann nachher sonst zu ein großer Arbeitsaufwand. Allerdings ist natürlich bei den Freiham-Stickmaschinen einfach der Fall, dass sie um einiges teurer sind. Ich glaube, die günstigste geht vielleicht, kommt immer natürlich darauf an, was für Hersteller das sind, ob vielleicht irgendwelche super Unbekannten sind, irgendwelche Maschinen, die man sich dann aus China liefern lässt oder so. Aber ansonsten gehen, glaube ich, die Modelle wahrscheinlich so bei 6.000 Euro los, sind also natürlich um einiges teurer als diese Stickmaschinen hier. Was natürlich bei den Stickmaschinen auch noch ganz schön ist, vom Vorteil ist, die haben oft mehrere Köpfe, wo drauf man die Farben bzw. Stickrollen setzen kann. Das heißt, man hat hier nicht nur eine Garnrolle, sondern teilweise sogar 6 Garnrollen oder 12 Garnrollen sogar. Also man hat da halt, wie gesagt, mehr Möglichkeiten und muss dann nicht immer wieder neu einfädeln. Ja. Also, das ist für diejenigen interessant, die im ganz, ganz großen Rahmen sticken möchten, oder das heißt im ganz, ganz großen Rahmen, aber die im größeren Rahmen sticken möchten und eben vielleicht T-Shirts besticken möchten und diese dann auch verkaufen möchten. Genau, ja, das noch dazu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und konnte euch vielleicht so ein bisschen weiterhelfen und die Kaufentscheidung vielleicht ein bisschen erleichtern, besonders für diejenigen, die sich natürlich schon für die Janome interessieren oder die Stickmaschine schon in Augenschein gefasst haben. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich bemühe mich auf jeden Fall, sie euch zu beantworten. Ihr könnt mir ansonsten gerne auch eine Mail schreiben und wird da auch mich bemühen, die so schnell es geht zu beantworten und euch da weiterzuhelfen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr mich abonniert oder einen Daumen oben da lasst. Für Leute, die zufälligerweise Interesse an Stickdateien haben, besonders an Kinderstickdateien, können natürlich auch sehr, sehr gerne in meinem Shop mal vorbeischauen oder in meinem Etsy-Shop auch vorbeischauen. Vielleicht gibt es da ja was, was euch gefällt. Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag.